Nein, diese Regierung hat eindeutig Tritt gefasst. Seit sie Trittin gefasst hat, sie endgültig Tritt gefasst. Die grüne Basis ist ein bisschen verzweifelt, muss man einräumen. Die grüne Basis kann nicht ganz begreifen, dass die Spitze der Bewegung tatsächlich im Arsch der Institutionen angekommen ist. So war das ja auch nie gemeint. Der berühmte Marsch durch die Institutionen war da immer nur als schöne Polonaise gedacht. Der Weg ist das Ziel. Da muss man im Kreis laufen, sonst wird das nichts. Für viele grüne Sympathisanten sind doch diese ganzen alternativen Gesellschaftsentwürfe wie ein Leben ohne Auto, ohne Flüge in die Karibik, ohne Bundeswehr immer nur Hirnjogging gewesen. Das sind Geschichten aus 1001er WG. Aber das kann man doch nicht machen. Joschka Fischer hat die Sache auf den Punkt gebracht. In einer Rede hat der Fischer gesagt, die etablierten Parteien sind Steinkirchen. Da kann auch der Dachstrümmer abbrennen. Die bleiben immer stehen. Es sind Steinkirchen. Wir Grünen, hat er gesagt, wir sind eine Zeltmission. Und das ist das richtige Bild. Es ist eine Zeltmission. Man fährt da im Sommer mal hin für ein paar Wochen. Man tankt moralisch auf. Das schöne, einfache Leben auf der Isomatte. Die Weltverbesserung beim billigen Lambrusco im Senfglas. We shall overcome and then we shall overgive. Aber dann fährt man wieder nach Hause. Zurück ins normale Leben, zum Bausparvertrag für den geplanten Wintergarten. Nach 25 Jahren Bewegung bestehen die Grünen zum größten Teil aus verbeamteten Lehrern. Also der gefühlte Anteil von Lehrern bei den Grünen. Die grünen Wähler reagieren doch panisch. Alle Landtagswahlen seit der Bundestagswahl haben das gezeigt. Die Grünen verlieren immer, seitdem die dran sind. Die grünen Wähler haben doch Angst, dass zentrale grüne Forderungen wie Tempolimit, Ökosteuer, Doppelpass, Frauenquote, dass sowas wirklich Politik werden könnte. Das will doch keiner. Ja, so will doch keiner leben. Sind Sie wahnsinnig? Ja, sicher muss man das fordern. Fordern muss man das, aber das muss man auseinanderhalten können. Wenn ein Katholik vor Ihnen steht und Ihnen was vom Paradies vorschwärmt, kommen Sie da auf die Idee, Sie können dem einen Gefallen tun, wenn Sie den erschießen? Was die grüne Zeltmission jetzt durchmacht, ist die Transformation von der Sekte zur Kirche. Sektierer, das sind Eiferer. Die glauben wirklich jeden Quatsch, den sie sagen. Kirchgänger sind gelassen. Die sagen einmal die Woche, dass sie den Quatsch glauben. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Können sie stundenlang anhören. Ist schon mal einer auf die Idee gekommen, das ernst zu nehmen? Mal davon abgesehen, wer soll den ganzen Kram eigentlich kaufen? Du sollst nicht töten. Ja, aber es kommt doch darauf an, wer vor einem steht. Das ist der berühmte Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, über die jetzt immer geredet wird. Die katholische Religion hat es kapiert, worauf es bei den Menschen ankommt. Man muss die moralische Messlatte so hochhängen, dass man nur drunter wegspringen kann. Ohne schlechtes Gewissen, denn man kann ja hinterher beichten gehen. Das ist doch der Trick. Liebe deine Feinde, aber wenn es nicht klappt, man kann beichten gehen. Und das würden die grünen Wähler halt auch gerne haben. Ja, Tempo 180 fahren und dann beichten gehen. Nach Bali in Urlaub fliegen, aber mit so ein bisschen schlechtem Gewissen. Aber man sollte das nicht tun. Aber es ist schön. Die Grünen werden erst dann wieder richtig Erfolg haben, wenn sie ihren Wählern das sichere Gefühl vermitteln, all ihre Forderungen sind genauso ernst zu nehmen wie, wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Und die Grünen machen das, warten Sie es ab, es sind 68er. Eine flexible Generation. Die sind schon so manchem Wasserwerfer ausgewichen. Otto Schily, bestes Beispiel. Altgrüner, Alt-68er, jetzt schon wieder 68er. Ne? Also, der Mann ist Dauer-68er sozusagen. Otto Schily ist von dem Wasserwerfer damals so schnell weggelaufen, der hat den von hinten eingeholt und sitzt jetzt drauf.
Die sind flexibel. Jetzt ist doch die, ich heiße irgendwie Jürgen oder so, Generation an der Macht. Und so regieren die auch. Die Atomkonzerne wurden knallhart angegriffen. Wir fänden das ziemlich gut, wenn ihr die Kernkraftwerke irgendwie abstellen könntet. Oder so. Was wir erleben, ist die Sozialpädagogisierung der Umweltpolitik. Trittin kam von einem Klimagipfel zurück und hat wörtlich gesagt, wir haben nichts erreicht, aber es ist gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Auf diese Typen haben die auf den internationalen Konferenzen nur gewartet. All die Friedens- und Töpfer-Workshops. Die grausamen Strategiediskussionen, die endlosen WG-Abende, das war die optimale Vorbereitung auf jede internationale Konferenz. Wir müssen uns mal zusammensetzen, um einen festen Termin abzusprechen, an dem wir definitiv festlegen, worüber wir unbedingt mal reden müssen. Natürlich sind die Beschlüsse einer Klimaschutzkonferenz nicht ganz so bindend wie der Putzplan einer achtköpfigen Männer-WG aus dem Sponti-Milieu. Dafür stehen in der Zeitung und hängen nicht nur am Kühlschrank. Und Beschlüsse werden nicht umsonst immer verabschiedet. Mach's gut, Beschluss!